Hier ist die Mannschaft aus Brünn. Favorit Brünn dazu. Und viel Erfolg für den heutigen Tag. Du machst eine Grüße, also waren jetzt ganz, ganz hart und die Fahrer aus Slowenien bin ich überzeugt. Wir werden also heute alles dran setzen, einmal von Ihnen in ein Führungstrikot zu bringen. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, werte Bevölkerung unserer Landgemeinde, ich darf Sie hier zur ersten Etappe der diesjährigen Radjugendtour auf das allerherzlichste begrüßen. Es freut mich natürlich wiederum, dass so viele Teilnehmer bei dieser Radjugendtour dabei sind. Noch mehr freut es sich, dass seitens der Bevölkerung uns die Fahrer, die hier heute starten, anfeuern werden. Ich wünsche allen einen unfallfreien Verlauf des Rennens. Viel Freude beim Zuschauen und beim Daumen drücken und
Und Applaus für Sie alle, meine Damen und Herren, hier an der Papiermarkt, der Brüderliste, der hier ist ein Baum aus Dänemark und da ist sich ein letzter Pastel gestürzt, mit der Romanik-Fest, und das ist der Rhein der Bayerischmarke, und wir haben einen Erfolg, die Fahrer des Hauptländers und der Bühne setzen sich durch, meine Damen und Herren, in Russland, alles gut, es ist vieles, gut. Ich möchte Sie als eure absolute Favoriten in den Sachen. Ja, also, ja, dann fährst du raus. Alles klar, Dankeschön an den David Schlemmer, zweiter Platz zu finden. Ja, Sie werden auch ein bisschen schieben beim Anfahren, aber was Sie von vorne schwimmen, dann ist es klar. Beste Fahrer des heutigen Tages, wenig weniger als 6 Mal wird der letzte gewissen. Auf Wiedersehen und Dankeschön.